liebe Gamers Global Stundengucker. Ich habe jetzt mit dem Heinrich ein Koop-Spiel begonnen, bin auf dem Weg zu ihm. Ich sehe ihn schon als V-Icon. Das wird er sein. Wo ist er denn, der Heinrich? Hallo. Nicht überfahren gleich. Wo bist du denn? Kann auf die schießen. Ich sehe dich. Ah! Okay, das war stilvoll, aber wo bist du denn? Ich. Sag mal. Ach, da bist du. Friendly, hallo Heinrich. Gibt es eigentlich Friendly Fire in Far Cry 4? Nee, gibt es nicht. Ein Jammer. Nee. Ich kann jetzt nicht so in die große Ziel schießen. Musst du die Waffe gezückt halten? Gott, sieht der Heinrich grimmig aus. Schaut euch den mal an. Und wo kommen die ganzen Haare her? Also, das kann ja wohl nicht sein. Bist du wirklich Heinrich? Weise dich aus. Über diese Zufallsbekanntschaften im Internet. Ja, also muss man echt vorsichtig sein. Oh, ist noch mit Bogen. Okay, beeindruckend. Ja. Wir haben alle nicht viel Zeit, aber was hast du für Schuhe an? Sehe ich ich weiß nicht, komisch ausgestattet aus. Ich kann dir aber sagen, ich habe ja schon den besseren Bogen gekauft, weil der Bogen ist traditionell meine Lieblingswaffe in Far Cry 3, auch in 4 wegen der Flexibilität. Wenn man ein bisschen Geld noch für Munition ausgibt, und Geld ist ja nicht das Problem, dann kann man nämlich auch schöne Feuerpfeile und Explosivpfeile verschießen und alles mit einem Waffenslot. Also der Bogen, und der macht halt auch keinen Krach. Also so. Und wo fahren wir hin? Vorschlag, wir steigen mal ein. Ich fahre mal besser. Damit ich dabei fahre. Und wir fahren zu irgendeinem so Außenposten und nehmen den ein. Also, oder? Du fährst, ich schieße, würde ich mal sagen, oder? Genau. Ich nehme jetzt mal. Achso, Glockenturm. Wo sieht man den Außenposten? Hier ist ein Außenposten. Du kannst doch auf einen Außenposten einigen, ja. Ich habe den mal markiert. Siehst du das bei dir? Kann ich das sehen? Fahrzeug, Beutekiste, kann sein, oder nicht. Es ist jedenfalls der nächstgelegene, der hier südöstlich von uns ist, also genau hinter uns. Du meinst du die Kyratea Wiegestation? Das klingt ja auch. Keine Ahnung, aber da ich am Steuer sitze, kannst du eh nur als Beifahrer staunen. Also übrigens fahr mal, das war im Südosten. Ja, Schwierigkeit leicht. Was super ist, ich habe jetzt Shift gedrückt und kann mich zurücklehnen. Und fahr jetzt automatisch dahin, während du mit deiner komischen Colt-Waffe da in die Landschaft zählst. Ich habe mich ja auch schon gefragt, ob da hier schon die Google-Technologie hier in die Autos eingebaut worden ist, was so für die dritte Welt ja ganz beachtlich wäre. Aber das Einzige ist nur, der hält sich ans Tempolimit, ne? Also das ist richtig, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ich halte das nie. Also ich halte das nie allzu lange aus. Ich bin dann immer sehr in Versuchung, dann doch von Hand. Was ist das denn? Ist das böse? Ist das böse? Moment, so, ich schieße einfach mal. Die schießen auf uns, das sind wohl die Bösen. Okay. Verfolgen sie uns? Du hast keinen. Nee, ach, so wie du fährst, da kommt doch keiner hinterher. Du hast nicht mal einen auf die Kühlerhaube gekriegt. Das ist sehr enttäuschend. Nee, habe ich nicht gefasst. Und gelb. Oh, jetzt wird's gefährlich. Ob ich wirklich über diese Brücke komme? Ach nee, wir müssen geradeaus. Und rechtzeitig vor dem Außenposten, aber dann aussteigen anhalten. Und schleichen. Ja. Lass uns das mal ganz cool machen, so ganz subtil. Aber schleichen ist nicht so meins. Das müsstest du eigentlich wissen. Raffinierter Planung. So. Also wirklich ganz ist eigentlich sehr spannend, gerade bei mir mitzufahren. Ja, schon. Also das ist schon ganz nett, dass man ein bisschen umgucken kann und das Ganze mit einer zügigen Geschwindigkeit. Ja, sehr zufrieden. Beifahrer mit dem Colt. So, bei 200 Meter sollte man mal so langsam anhalten, oder? Ja. Okay, dann einparken. So. Und aussteigen. Mensch, die erste Aufgabe ist schon geschafft. Komm, ich schau mal auf die Uhr, dass wir vielleicht so eine halbe Stunde spielen ungefähr ab jetzt, oder? Oder maximal. Ja, mal gucken, wie es läuft. Ja, richtig. Ich meine, wir müssen halt gucken. Ich glaube, du musst irgendwann ins Bett dann, aber jetzt schauen wir mal, wie erfolgreich. Da ist ein Elefant. Ein Elefant? Magst du den reiten? Oh, ja. Ich habe meine Skillpunkte neulich für Elefanten. Guck mal, weil die Elefanten sind ganz lieb. Und die merken das auch, dass ich ein Tierfreund bin. Guck, die sind überhaupt nicht aggressiv. Jetzt nicht schießen, das wäre schlecht. Und jetzt kann ich nämlich hier halten zum Reiten. Nein, ganz lieb sein. Komm. Und? Das ist ja Wahnsinn. Ha? Mein Lieber. Super. Und ich kann. Aber wollte man nicht schleichen? Ah, nicht darf ich drauf treten. Ich bin Freund. Es gibt nämlich jetzt auch dann hier die Möglichkeiten für mich stürmen und schlagen. Also schlagen wäre das. Habe ich nicht getroffen? Okay. Nein, schade. Nein. Schlagen, genau. Und stürmen, das wollen wir jetzt nicht an dir ausprobieren. Aber nee, das können wir nicht. Ja. Kann ich da auch noch drauf oder ist es verboten? Nee, darf ich wohl nicht. Also, ja. Dann fällt mir wohl die Rolle des schleichenden Aufklärers genau. Zu, oder? Und du kommst du als Kavallerie angaloppiert. Ich lenke ab, wie dem auch sei. Okay, also das ist das schon unser Ding? Tatsächlich. Ja, das ist das kann Ding. Ich ja nicht ich fang jetzt mal auf dem Elefanten das Fernglas, das geht tatsächlich.
Genau, ich wollte es eigentlich sagen, ich mache mal Fernglas und so, aber das kannst du wohl Das auch. sollten wir beide machen, immer gut, ich sehe gerade gar nichts. Werden meine Markierungen bei dir angezeigt auch? Und, also da ist jetzt eine Markierung. Also ich habe einen jetzt markiert mit so einem Dreieck. Ich versuche mich gerade mit einem Elefanten im Unterholz zu verstecken. Ich glaube, das ist nicht ganz so leicht. Das ist gerade so Stealth mit einem Elefanten, ja. Ganz unauffällig, keiner hat es gesehen. Also jedenfalls habe ich jetzt zwei dieser Fritzen markiert. Ich kann ja so dann vom Ufer... Ja, ich habe jetzt auch zwei, ja. Ach, das ist ja cool. Sinnvoll, wenn das geht. Das ist ja cool, dass das übernommen wird. Das finde ich schon mal klasse. Kann ich mich hier ganz auf die schöne Aussicht konzentrieren? So, also du kommst von rechts, ich komme von links und wir machen das am besten. Ich brauche für den Elefanten dann schon so einen gewissen Anlauf. Also der. Okay. Also, ne, also so mit Schleichen und Klettern. Okay, also machen wir jetzt mal Versuch Nummer 1. Soll ich einfach warten, dass du sagst, dass ich reinstürmen soll? Oder? Ja, lass es so machen, weil ich möchte noch ein bisschen Gegner markieren. Dass die Zuseher das Gefühl haben, wir machen das ganz. Ja, das machst du sehr gut. Das ist also echt klasse. Also ich traue mich jetzt nicht viel näher ran, weil ich kann ja hier nicht die C-Taste mit dem Elefanten. Oder kann ich das wahrscheinlich nicht? Ich versuche es mal einen per Wurf auszuschalten. Oh, er hat den Elefanten gemerkt. Ja, so. Also wir greifen an. Attacke! Okay. Stürmen! Ja! Bam! Oh, das macht Spaß. Bei mir ist wohl nicht geklappt mit einem Elefanten. Komm her. Sich im Unterholz verstecken. Du fieser Schuft hier. Der hat sich selbst in Luft gesprengt. Sehr blöd. Oh, Achtung, die Verstärkung kommt gleich. Ach ja, da war doch was von wegen Alarm deaktivieren. Naja, gut. Ja. Mehr Verstärkung, das ist mehr Feind, mehr eher, oder wie war das? Laufe doch nicht ins Schussfeld, wenn ich hier Leute erschieße. Ja, ich meine, mein. Achtung, hinter dir ist einer. Was? Noch einer? Das ist, okay, aber nicht mehr lange? Nee, ich habe ihn schon. So, die Verstärkung kommt von da vorne. Achtung. Mir ist die Muni ausgegangen. Sehr unangenehm. Du hast hoffentlich mehr als eine Waffe, oder? Ja, aber nur noch eine Seitenwaffe. Brumm. Es ist wirklich. Dicker Spank ist ein Elefant. Oh. Jetzt habe ich gar keine Muni mehr. Doch, bei du ist doch kein Problem. Ich mach die gerade mir meine Elefanten alle platt. Wurf, ist doch einer da? Ich glaube, da hinten ist noch was. Okay, ich muss jetzt leider hier. Oh, scheiße. Ja, mach hier. Also, einen kannst du auch niemals killen. Ich kann ja nicht alle. Ich kann ja auch schießen gleich, habe ich ganz vergessen. Ist ja noch besser. Moment, ich kann vom Elefanten. Also ich brauche jetzt erstmal wieder Munition. Ich war jetzt so drauf fixiert mit dem Elefanten, die umzurennen. Ich habe das Schießen völlig vergessen. So. Aber überhaupt noch ein Feind. Die verstecken sich egal, jetzt alle. Ich hab jetzt auf jeden Fall wieder irgendeine Waffe. Wir haben hier. Nee, wir haben noch nicht das freigeschaltet bekommen. Okay. So, und ich würde sagen. Yes! Elefantenpower, ha? Gott, sind wir gut. Oh, das war gar nicht schlecht jetzt. Das muss ich öfters mal machen. So vor allen Dingen, ich glaube, für die Momente, wenn man so beim Schleichen dreimal im Stück entdeckt worden ist und ist, Mist, und dann Elefant und Augen zu und durch. Also ich muss jetzt erstmal hier Muni einsammeln. Weil ich bin relativ blank, okay. Also null. Ich bin jetzt auch hier vom Elefant runter. Nein, lass mal meinen Loot bitte. Ich mach das so. Ach, da ist er ja. Und der Elefant nervt auch. Mein kleiner Putzi. Okay, dann gehen wir da zurück in den Dschungel und isst ein paar Bananen oder Erdnüsse oder was. Aber kannst du jetzt dauerhaft reiten? Also könntest du zum Beispiel neben meinem Auto hin und her laufen? Ja, wenn der Elefant jetzt nicht weglaufen würde. So. Ja, also das ist sehr zu empfehlen, sobald man seine ersten zwei Talentpunkte hat. Ich kann das mal kurz zeigen, wo das ist im Menü, während Jörg hier die Munition... Ja, es gibt keine, dummerweise. Jetzt habe ich ein bisschen was. Fähigkeiten, da wollen wir hin. Und das ist hier, also ganz unten links Elefantenreiter, kostet nur 2 Punkte, großer Spaß. Und ich bin da jetzt dann in Versuchung, gab es nicht irgendein Upgrade noch? Es gab nämlich doch irgendwann noch einen Elefanten-Upgrade, oder habe ich mir das eingebildet? Dann kannst du zwei gleichzeitig reiten, nee, so breitbeinig. Aber da war noch irgendwas, dass der Elefant dann andere Elefanten herbeirufen kann. Naja gut, okay. So. Also, ich habe so ein kleines Waffenproblem. Wie komme ich denn in Munition? Du bist doch der Experte. Moment, gerade erst wir haben den Stützpunkt befreit. Das heißt, du kannst jetzt einfach in das Hauptgebäude reingehen. Achso, wie früher in ja, genau. Also hier, wo ich jetzt stehe, ja. Also hier diese Türen, die dieses Symbol haben, die sind das immer. Und da kannst du jetzt im Kleiderschrank kannst du Waffen und Munition kaufen.
Das lasse ich dich jetzt mal machen. Ich sehe auch deine Umrisse durch die Wände durch, stelle ich gerade fest. Also das ist schon ganz nett. Also diese kleinen Koop-Komfort-Sachen. Und hier ist schon unser Türsteher. Ne? Der Stützpunkt ist befreit und dann schlendern so die Verbündeten rum. Na, Alter, wie geht's? Boah, das war teuer. Das war teuer. Also so viel Munition kannst du gar nicht verbraucht haben. Ich habe doch die ganze Arbeit gemacht. Ja, ich hatte vorher schon keine. Ach so. Du bist ja in mein Spiel reingekommen. Ach so. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade eine Geiselmission aus Versehen angenommen. Wollen wir das machen? Doch zwei Geiseln retten, ja, warum? Ich meine, ansonsten... Komm, fahr du mal. Geiseln retten ist vielleicht nicht schlecht. Und wenn wir das auch schaffen, wieder erwarten... Dann gehen wir noch auf so eine Festung, oder? Dann kann man Festung in Schönheit sterben. Das Reizvolle an der Geiselrettung ist ja, da muss man wirklich stealthig sein, weil ja sonst die Bösewichte anfangen, die Geiseln zu töten. Dann soll ich vielleicht lieber einen Bogen mitnehmen, oder? Ach, wir versuchen das einfach mal. Also ich bin hier, ich mache das schon mit dem Bogen, ungelogen. Okay. Kommst du mal ins Auto oder soll ich wieder fahren? Moment, ich habe gerade das Menü entdeckt, wo man... komm mal her. Wir müssen uns mal gegenseitig mal hier die ganzen Emotes vormachen. Hier ist schön Sonne. Okay. Ich komme mal schon. Mal hier zum... Wo bist du denn? Ah ja, hier. Also, wenn du jetzt nämlich das V-Menü öffnest, dann kommen diese ganzen guten Sachen. Siehst du? Ja. Das ist ja wie, man kann da fast so Stein, Schere, Papier spielen, oder? So ungefähr, was natürlich auch schön ist, das sind auch sinnvolle Sachen dabei, wie zum Beispiel aus der Distanz. Geh leise vor. Okay. Lass es krachen, ich glaube. Oh, ich habe jetzt total viel Muni, das ist super. Komm, okay, lass es krachen. Okay, fahren wir. Die Geiseln? Okay, ich steig wieder ein, oder wir wollen jetzt nicht den Elefanten wieder. Ja, ja. Genau, ich fahre zu den Geiseln. Bist du schon drin? Ja. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Multiplayer-Fan, aber Koop habe ich schon immer geliebt. Ja. Also ob System Shock 1 mit Koop-Patch oder diverse oder Chaos Engine oder solche Sachen. Koop war schon immer lustig. Es ist natürlich, oh, jetzt sollte man mal halten. Stopp, das ist natürlich auch ist so ein Spiel wie Far Cry, also 3 oder auch 4, die sind ja sehr ähnlich, ist ja von der Anlage her sehr Koop-freundlich, weil einfach da diese ganzen dynamischen Sachen passieren oder unberechenbare Dinger, da stand jetzt der Elefant halt rum und mal gucken, was jetzt alles noch an unerwarteten Sachen passiert. So. Okay, aber Heinrich, du nimmst jetzt keinen Elefanten und die Geiseln werden getötet, gell? Ich schleiche jetzt mal hier. Wir können auch ja mal von verschiedenen Seiten an das Lager reingehen, das ist ja ganz, ganz reizvoll. Okay. Ich wechsle mal auf meinen Bogen. Dann bleibe ich hier und du gehst weiter oder so. Das ist natürlich der Vorteil von Pfeil und Bogen, ich kann halt auch aus der Ferne lautlos killen. Das wäre für dich jetzt ein Problem, du musst dich wirklich an die Leute halt ranschleichen und dann mit dem Taschenmesser, ne? So. Ja, lass uns erstmal die Viecher hier markieren. Ich gehe mal so ein bisschen rum, ohne dabei. Na, das Gute viel Kraft ist, es sind, glaube ich, nur 3. Oh oh. Ich bin schon mittendrin. Wenn ich niemanden übersehe, sind es nur 3. Nur eine Frage, das heißt, dass ich entdeckt werde. Ist da nicht noch ein Strauch? Ich bin da gerade die Böschung runtergerutscht. Das war nicht gut. Okay, das war nicht geplant. Ja, wir müssen jetzt schnell töten, dann schaffen wir es noch. Das war aber jetzt nicht sehr elegant. Ich das glaube, war jetzt nicht, was ich beabsichtigt hatte. Lass uns das nochmal machen. Nee, 2 Geiseln haben überlebt. Das ist das Minimum. Alles okay. Also spielmechanisch haben wir alles richtig gemacht. Nee, es lebt sogar noch. Es leben 3 Geiseln. Oh, es schießt noch einer. Achtung. Wer schießt hier? Keine Ahnung, ich bin's nicht. Da hinten. Bei dir. Bist du jetzt mal tot? So. Alles gut. Wir haben es geschafft. Aber warum hast du dich, also nicht, dass ich das zutrauen würde, aber hast du dich vielleicht in die Sicht gegeben? Ja, ich habe mich da ungeschickt fallen lassen. Ich habe auch eine gute Ausrede, weil so wie wir die Aufnahme hier machen, ist es jetzt so, dass ich gerade den Spielsound auch nicht höre. Das heißt, ich habe, es gibt zwar auch... Also ich habe 2 Kopfhörer übereinander, ja, nein, das sieht ziemlich krank aus, aber funktioniert. Okay. Ja, gut. Jetzt gucken wir mal. Also, jetzt hast du vorhin gesagt, wenn wir das schaffen, das haben wir ja, gehen wir zu einer Festung. Wie sehen die denn aus? Eine Herausforderung, das geht ja sonst nicht. Das ist jetzt ein Stückchen, die nächste Festung ist... Oh, das ist die Plöers Festung? Das ist doch Wahnsinn, das schaffen wir doch nicht. Ja, da gab es noch eine andere Festung, die ist vielleicht leichter. Oh, die sehe ich nicht. Ah, doch, hier hinten ist eine. Gulag Rakjat, aber ist auch sehr schwer. Dann lass uns doch zu... Ah, hier ist noch eine. Die sind alle sehr schwer.
Lass uns doch gleich den Bösewicht angreifen. Ich meine, dann können wir sagen, es gab einen Grund, warum wir gescheitert sind. Gut. Okay, wo ist das Auto? Und vielleicht solltest du wir Elefanten reiten oder so. Oh, also ich finde den Bösewicht übrigens klasse. Der ist natürlich völlig unglaubwürdig, überdreht. Aber das macht ja Far Cry aus. Ja, sagen wir es mal so. Also den Vaas zu übertreffen vom ersten Spiel ist schwierig. Und also so spontan, so rein von der schauspielerischen Leistung und von den Monologen her fand ich den Vaas halt besser. Und aber ja. Ja, der Vaas, der wirkte wirklich irre. Ja. Das haben sie gut hingekriegt. Und der jetzige wirkt halt, ja. Böse bescheuert. Böse bescheuert, genau. Ja, also sie haben vielleicht ein bisschen übertrieben, also auch mit seiner komischen Frisur und der Anzug und also, aber gut, es ist Far Cry, das gehört dazu. Also im Zweifelsfalle lieber ein zu viel als ein zu wenig, ne? Ja, ja. Die Frisur ist übrigens aus, wie heißt er denn hier, Fifth Element, der Bösewicht, wie heißt er denn? Ich komme nicht drauf. Ach Gott, Fifth Element. Das ist dessen Element. Frisur, hab nur war er da schwarz. Hab ich gesehen oder so, also ansatzweise? Das ist doch mit Bruce Willis und wie heißt die Schauspielerin? Ja, fantastischer Film. Die Mila irgendwas, oder? Die Mila Bukovic oder so. Bukovic. So. Auch schon ein paar Jahre hier. Okay, das war jetzt beabsichtigt. Okay, sind das böse? Ich denke mal schon. Ja, die verfolgen uns. Vielleicht sind es ja auch noch Freunde, die sich verfahren haben und... Oh, aber jetzt sind sie tot, hast du das? Wo sagst du denn Beifahrer? Ah, gut. Gut, sehr gut. Ja. Mensch Heinrich, hätte ich dir gar nicht zugetraut. Gemacht. Beifahrer sind ja oft weniger nützlich im wirklichen Leben. Bei Far Cry 2 dagegen. da raucht was vor uns. Ist das schon die Festung? Nee, ich fürchte, das ist ein normaler. Warte mal, ich schau mal auf die Karte. Nee, das ist ein normaler Außenposten, durch den wir jetzt durch. Wir können auch noch schnell einnehmen. Am besten. Kann ich so schwierig sein. Nein. Na, okay. Komm, wir können ja nicht den alles hier kaputt machen. Da vorne ist wieder ein Böser, aber das sieht uns nicht. Ach, ich schalte auch mal wieder. Ich kann jetzt nach links rausschießen. Du nach rechts, wir sind ja echt effektiv. Ja, ist da nicht das Autoradio an? Ich höre es dir gerade nicht. Da geht mir ja dieser DJ sehr auf den Senkel. Ja, ja, das ist also, gerade. Halt, also ich weiß nicht, ob das in der... Ich muss mal die englische Version noch probieren, ob das da genauso penetrant ist wie in der deutschen. Es ist vor allem auch nicht lustig. Also es ist so, GTA für Arme. Nee, GTA ist es nicht, das muss man sagen. Halt. Entschuldigung, bitte anschnallen. Aber die Autos steuern sich echt gut, also kann man nicht klagen. Also die Landschaft ist doch einfach zum Sofort-Urlaub machen, oder? Ja, ich bin noch nicht immer ganz warm geworden, immer noch nicht mit diesen Bergen, weil ich hatte bei Far Cry 3 wirklich das Gefühl, ich habe bei Freiheit mal querfeldein erkunden und da ist man öfter so eine Nordwand, die sich mir den Weg stellt. Und es ist ja doch sehr selektiert, an welchen Punkten ich dann dieses Seil hinschießen kann zum Klettern. Das ist so ein bisschen mühsam. Also das ist so rein vom Erkundungs-Fortbewegungsfluss finde ich es ein bisschen umständlicher, aber nicht viel. Also es ist immer noch sehr. Und sie haben auch ein paar, Elefanten. Sie haben auch ein paar neue, jetzt mal gucken, jetzt mach mal ein Wettrennen. Ich auf dem Elefanten. Was wollte ich sagen? Moment, was war das? Zum Heilen? Ich warte. Bin ich ausgestiegen, als du noch gefahren bist? Oh, irgendjemand schießt auf uns. Jemand schießt auf uns. Das war jetzt aber nicht, was ich wollte. Warum schießt einer auf uns? Ah, da hinten. Moment, ich bin fast tot, das ist schlecht. Ich lauf mal so ein bisschen. Weißt du, immer musst du aussteigen während der Fahrt. So, da hinten. Ach, das ist eines von diesen Karma-Events. Da werden ja Verbündete in Fechte verwickelt und dann kann man jetzt helfen oder nicht. Und. Ja, du könntest zum Wagen laufen und mich retten. Und dich retten? Aber welcher Wagen? Das sind so viele. Ja. Die halten jetzt aber irgendwie ganz schön viel aus, die Bösen, muss ich mal sagen. So viel zum Karma. Sind wir beide getötet worden, ja, oder? Ja, also ich bin auch gerade. Dann hoffe ich doch mal sehr, dass wir jetzt irgendeinen Checkpoint hatten, oder? Landen wir jetzt am letzten Außenposten. Das wäre jetzt natürlich ungeschickt, ja.
Okay, das nächste Mal, wenn ich was Hübsches auf der Straße sehe, dann sage ich vorher Bescheid, bitte halt doch mal an. So, wo sind wir jetzt? Du bist direkt hier. So. Wir haben auch nicht viel verloren, 1500 Meter sind es noch. Wobei, wir müssen auch kurz noch den Rest laden. Und doch, wir haben einiges verloren. Okay. Immer... Okay, also jetzt fahren wir einfach rein, okay? Ja, königlicher Frachttruck könnte man jetzt zerstören. Aber das ist halt das Problem, es ist halt ein Ablenkungsspiel und das machen sie schon ganz geschickt. Ja, ne? Ja. Das ist halt genau dieses, ui, was ist denn da? Und oh, da können wir doch helfen. Und aber deswegen ist auch Jörg am Steuer, weil der ist so konzentriert, der lässt sich hier nicht, der guckt auch ganz grimmig beim Fahren. Ja, also der. Genau. Weil ich gerade hier deinen Charakter sehe, den du nicht selber sehen kannst. Hat schon eine entfernte Ähnlichkeit zu mir mit dem jungen Langer in der Studentenphase, würde ich mal sagen. So ein bisschen so. Als sie noch die grünen Hosen anhatte? Grünlich sind sie eher ungewaschen, würde ich sagen. Aber es hat, ja, es ist so ein bisschen angeschmuddelt, aber ganz, ganz energisch. Der Blick und so, also da merkt man schon, das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. So. Okay, bitte festhalten, ich nehme eine Abkürzung. So. Wenn du mal wieder Elefanten siehst, bitte nicht aussteigen. So, ja? Also einfach im Auto und vertrau mir. Du darfst auf sie schießen, Drive-by-Hunting. So okay. So, noch 750 Meter, da oben ist sie, glaube ich, schon. Lass nicht die Brücke verfehlen. So. Gleich sind wir da. Ist es noch weit? Ich muss musst du aufs Klo. Also wir sind jetzt noch 400 Meter entfernt. Ich würde sagen, so bei 250 stoppen wir dann mal langsam, so oder? Wie du fährst, wird mir sonst nur schlecht. Das willst du jetzt nicht, dass ich hier bin. Ah, da ist schon eine... Die hat uns vorhin, glaube ich, aufgehalten. Da ist eine Straßensperre. Ich glaube, da steigen wir kurz aus und töten die, oder? Dass sie uns nicht... Das macht auch Sinn. Ich meine, dass die in der Nähe von der Festung so ein bisschen ernster nehmen... Ich nehme den linken, du den rechten auf 3, okay? Ich muss mich jetzt orientieren. Wo sind wir denn? Wo sind denn die Bösen? Ich sehe niemanden. Links, rechts, ach so, Moment. Ja, und du nimmst den rechten, okay, bei 3. Ich muss ja noch mit meinem Fernglas, wo gucke ich denn hin? Also ich sehe nichts. Genau vor dir. Vor mir. Moment. Wo guckt Jörg hin? Okay. Ich hatte einen ungeschickten Winkel gehabt. Ein ungeschickter Winkel. Du standst quasi vor ihnen. Nee. So, also ich bin steigst immer noch du wieder ein? Nee, ich habe sie getötet mittlerweile. Kann ich ja lange gucken. Na, wenigstens siehst du das kann Auto. Kann ich auch hinten auf der Pritsche fahren? Versuch's doch mal. Nee, es scheint leider doch scheint zu gehen. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da kannst du noch alle Waffen benutzen, oder? Ja, genau. Richtig, weil auf dem Beifahrersitz bin ich auf die Seitenwaffe. Ist das eine richtige Übersetzung? Seitenwaffe, also auf die kleine Handfeuerwaffe beschränkt. Aber hier kann ich jetzt alles machen. Genau. So, wir kommen der Festung näher, noch 200 Meter. Sollten wir so langsam, finde ich, aussteigen. Im Auto schleicht sich so schlecht. So. 200 Meter in diese Richtung. Ich laufe dahinter hier. Bist du da? Immer eine gute Taktik. Ah, ja, sehr gut. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das ist die Festung des Bösen selbst. Da werden wir wahrscheinlich massakriert werden, oder? Deswegen ist es gut, dass du vorne wegläufst. Dann kann man aus meinem Blickwinkel deinen Helden tot viel epischer sehen. Das Festungen. Schwer bewaffnet. In dem Fall Minenfeld. Ja, super. Wie muss man sich mit Minenfeldern gleich wieder auseinandersetzen? Wissen wir das schon? Weiß ich nicht, wo bist du denn eigentlich? Hinter dir. Also mit Minenfeldern schickt man einen vor. Ich glaube, ich hinter dir bin. Die sieht man, die kann man doch entschärfen, oder? Mit dem Tool wahrscheinlich. Also wir sollten jetzt erstmal irgendwie Alarm ausschalten.
Habe ich ein Wurfmesser? Leider nur eins. Oh, ich habe alle möglichen Sachen wahrscheinlich, oder? Was habe ich denn dabei? Molotow, ein bisschen Köderfleisch, Wurfmesser und 7 Granaten. Ah, okay. I see the problem. Das ist quasi jetzt so eine richtige Festung, wie es eben auch heißt. Wie versprochen. Guck mal. Ah, da hat schon die MG-Nester. Sehr schön. Also. Hm, vielleicht kann man den hier. Ich habe da ein MG-Nest. Kannst du den? Den sehe ich, siehst du den auch? Den könntest du, oder was immer das ist, vielleicht ist auch kein MG-Nest, vielleicht kannst du da mal einen Pfeil reinschicken. Also ob ich so gut treffe, auf die Entfernung? Oh, der Scharfschütze da. Ja, würde ich mich jetzt so ein bisschen näher anpirschen wollen. Ja, ja, bis du eben Rot kriegst. Weil das ist schon die Entfernung hier. Aber bitte treff beim ersten Schuss von. Also da ist ja gerade mal so das Köpfchen, was da so hervorlugt, ne? Das ist schon. Das wäre jetzt schon eine Leistung hier. So. Guck mal, wo ich stehe, von da kannst du ihn genau anvisieren. Oh, oder ich. Warte mal, ich kletter hier mal diese Anhöhung rauf. Ja, ja, komm doch zu mir. Ich habe quasi von der Seite freies Schussfeld. Ja, das kann ja jeder. Schussfeld. Wenn du hier stehst, siehst du ihn ziemlich gut. Oh, und der sieht uns nicht. Noch nicht, nee. Noch ein bisschen. Jetzt hat er irgendwas gesehen. Mach mal schnell. Nee. Jetzt ab. Zweiter Schuss. Ich glaube, der ist weg. Ja, du hast keinen Kopfhörer. Ich hab geschossen, weil ich Angst hatte, dass er Alarm gibt. Oh, ich bin in ein Minenfeld gelaufen. Kann ich dich jetzt? Ich kann mich selber heilen. Okay. Ich hab noch Spritzen. Okay. Wie erkennt man denn eigentlich? Halt, stopp, hier hat es bestimmt noch mehr Minen. Muss es noch irgendeine Möglichkeit geben, die zu entdecken? Aber wie? Ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein, würde ich sagen. Oh. Man entdeckt sie, indem man draufläuft. Vielleicht gibt es ein Skill Minen entdecken oder so. Okay, ich habe mich da selbst angezündet mit dem Bunsenbrenner. Moment. Ich dachte, vielleicht kann man da die Minen finden, was weiß ich. Oh, oh. Das mit der Festung war vielleicht doch keine gute Idee. Wollten wir nicht schleichen oder so? Sowas in der Richtung? Ja, wenn wir innen drin sind, schleichen wir. Oh, man kann hier nicht einfach reingehen, leider. Schade. Okay, und die haben auch keinen Schlüssel, so einen Blumentopf. Also da ist ziemlich viel Verwirrung und die rufen, aber sie gucken nicht mal runter. Hm. Wie kommt man denn da rein? Siehst du so ein Kletterding, so ne? Oh, guck mal, hier mein kleines Feuerchen breitet sich aus. Oh, das haben sie aus Far Cry 2. Ja, ja, jetzt bin ich mal auf irgendwas. Ach, so sehen die Minen aus, wenn man es von der Ferne sieht. Weißt du was, ich werfe jetzt mal eine Granate rein, um sie zu reizen. Oder einen Molotow-Cocktail. Ich weiß nicht, ob die da einfach so die Tür aufmachen, aber... So ein bisschen lächerlich, wenn man nicht reinkommt. Ja, aber da gibt's bestimmt einen Weg, also so da hinten. Ich gehe nochmal in die Zugang. Richtung. Von da oben einfach, oder? Ich gehe jetzt mal links rum, du gehst mal rechts rum. Okay, aber rechts ist doch nichts, da fallen jetzt Wasser. Ja, vielleicht kann man ganz so drumherum von der anderen Seite. Die schreien schon, ich glaube, ich habe da irgendwas getroffen mit meinem Molotow-Cocktail. Ja, das ist nicht so leicht mit diesen Festungen. Ah, nein. Oder? Kann ich da klettern? Nee, das sah jetzt so aus. Doch, klar. Hier, ich habe was. Guck mal, wo ich bin. Okay, ich komme. Da sind ja so ein paar Wurzeln. Da musste es doch was geben. Da waren wir eigentlich schon vorhin. Ja, dann der können wir von oben rein. Oh, und die Aussicht ist natürlich jetzt auch viel besser. Kann man jetzt auch gleich wieder ein bisschen Leute markieren. Und mal gucken, ob das mit dem Stealth noch so klappt, wie gedacht, nach dem Molotow-Cocktail. So, geht's noch weiter rauf? Klettern, ja, guck mal, hier geht's noch weiter rauf. Ja, erstmal ein bisschen Leute markieren. So, da haben wir auch eine viel schönere Aussicht. Lauter gute Sachen hier. Okay. Da, wo wir eben angekommen waren, da kannst du gleich nochmal klettern. Oh, oh, was hast du jetzt gemacht? Die schießen auf mich. Zum Aufgeben E gedrückt halten, warum? Ich
Kannst du mich wiederbeleben? Ich glaube, ich bin so halbtot. Ich krieg mal so in deine Richtung. Partner entdeckt. Ja. Schnell, Partner, ich habe ja nicht ewig Zeit. Ja, du musst einfach da raufklettern, da wo du war angekommen. Genau. Hier, so, direkt wo vor bist dir. Du denn? Ja. Ach hier, soll erste ich? Hilfe, ich weiß schnell, nicht. Da ist so ein Balken und der wird kleiner. Okay, alles oder gut, ist das so. Aber nett. Okay, das heißt, oh, da brennt was. Warst du das? Ja, ja, ich habe so ein bisschen Feuer gelegt. Das macht einen Spaß. Okay, also, wie war das mit der Schleichtaktik? Was haben wir denn da noch? Sind da irgendwelche wilden Tiere oder ist das nur so ein kleiner Wachhund? Okay. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so ein Köderfleisch da in die Festung reinwerfe? Da ist ja jetzt eigentlich... Probier's doch mal. Da ist ja eigentlich... Wer war das denn? Partner entdeckt, nicht Panther entdeckt. Okay, Steuerung zum Heilen. Ich bin tot. Ich heile mich erstmal selber und dann... Ja, mach das. Dann gucken wir mal, was wir mit dem Partner machen. So, wie neu. Okay, entweder die haben irgendwie... Das wäre ja auch sonst zu einfach gewesen. Vor allen Dingen, nachdem gewisse Koop-Partner vorhin schon so viel Krach gemacht haben. Aber wenn ich da jetzt einfach so... Die schießen mit irgendwelchen... Oh, ist das ein Hubschrauber? Mörserzeug, ja. Nee, das ist ein Mörser. Bist du in der Nähe? Du bist schon wieder tot. Okay, ich helfe dir. Und schnell wieder weg und wir müssen mal auseinander, dass wir nicht beide durch den Mörser getroffen werden. Wenigstens gegenseitig wiederbeleben, ne? Das ist ein Vorteil. Das kann man noch öfters brauchen. So. Ach, ich spring da jetzt mal einfach mal da runter und. Okay, mach nur. Und Wo ist es Nacht geworden? Das geht aber schnell hier. Oh, ein Helikopter! Ja, ich glaube, der hat was damit zu tun, dass wir da genau getroffen werden von irgendwelchen ekligen Sachen. So, wenn ich jetzt hier einfach so mal was reinwerfe. Hm? Ich hab ihn, glaube ich. Das ist die Frage, wird da jetzt. Oh, scheiße. Wird da jetzt ein wildes Tier an? Nee, also jetzt bin ich wirklich weg. Okay. Ja, aber wir nähern uns auch schon, weiß nicht, unserer geplanten Endzeit. Sollen wir noch einen jetzt Versuch machen? Wir noch einen Versuch, müssen wir lieber reinkommen. Und jetzt versuchen wir das nochmal, ohne dass wir vorher Molotow-Cocktails reinwerfen. Vielleicht. Okay. Ich meine ja nur. Als ob es das gewesen wäre. Ich glaube, es waren meine drei Tretminen, ja, auf die ich Minen gestoßen bin. Allerdings wirklich lästig, ja. Also das ist jetzt... Wir starten direkt davor. Und er hat es ja noch nicht gesehen. Okay, dann machen wir es diesmal auf die leise Tour, okay? Also das war, wie war das hier so, am Hügel entlang? Ja, ja. Und wo genau war dieses Pflänzlein? Wenn du zu mir kommst, genau, zum blauen Kreisi, dann siehst du mich. Genau. Und wenn man das professionell machen wollte, müsste man wohl die Alarme ausschalten. Ja gut, aber dazu müssen wir doch erstmal reinkommen, oder? Oder sind die außen? Ja, nee, also. Das war das erste Ziel, also Richtung Alarm. Und, Also ist erstmal nicht, also in der Hocke bitte nur bewegen und jetzt mal Gegner markieren. Da hinten war doch einer. Haben wir markiert, wunderbar. Da rechts war doch einer. Ich laufe mal weiter, bleib du doch mal hier. Ja, da steht einer. Dann haben wir den markiert. Das Dumme ist halt echt die Verstärkungen. Ich meine, wenn da ein Helikopter kommt, dann ist halt einfach relativ chancenlos ohne entsprechende Bewaffnung. Ich schleiche mich mal zu dem Alarm und schalte ihn aus. Das kann nicht so schwierig sein. Okay, ja, mach nur. Ja, schon ganz in der Nähe. Und da ist auch gerade nichts. Und wenn du alles ordentlich markiert hast, dann würde ich jetzt mal kurz hier runterspringen. Ja, mach doch mal. Ich sehe auch so einen Bienen.
Okay, das war jetzt ein bisschen tief, aber kein Problem. Und so, der Alarm ist ganz in der Nähe. Und gerade gucken die Bösen alle sonst wohin. Natürlich dieser Kampfhund. Mal gucken, ab welcher Entfernung der mich riechen kann. Ich versuche es mal, den Trick mit dem Köder. Also, erster Alarm deaktiviert. Sind nur noch zwei übrig. Und dann... Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Also, was ich gerade sagen wollte, ist... Oh, und dann machen wir gleich einen Stealth-Takedown. Aber... Ach, okay. Aber da war noch ein zweiter Typ. Okay. Ich glaube, das ist fortgeschritten. Okay, eine halbe Minute, bevor die Verstärkung kommt. Machen wir ein bisschen. Ich kann ja jetzt respawnen? Oh, das ist ja cool. Neben dem Partner kann man respawnen, das ist ja auch nett. Also, ich meine, einen Alarm habe ich ja ausgeschaltet, das war ja gar nicht so schlecht. Nee, nicht nebeneinander stehen! So, du brauchst Hilfe, oder? Kannst mich auch respawnen lassen, das dauert halt ein bisschen. Wow. Okay, mich hat was erwischt. Wenn du mich retten magst, darfst du es gerne tun. Ich lieg so rechts von dir. Bin allerdings auch gleich im Eimer. Weil die schießen immer noch auf dich. Du musst die echt provoziert haben, du. Der ist tot, ja. Ich glaube, da war ich jetzt zu spät oder du hast noch eine zweite Salve abgekriegt. Hab auch schon bei der Animation gesehen. Also du hast noch ein bisschen gezuckt, aber dann, als du dann wirklich weg warst, dann. Apropos weg. Okay. Also, Festungen sind etwas für gute, fortgeschrittene Spieler, die vielleicht schon auch ein paar Talente mehr haben und ein paar Waffen-Upgrades mehr haben. Ach komm, ein Versuch geht noch. Jetzt zeige ich dir mal, wie man das macht, okay? Du hattest deinen Alarm ausschalten und jetzt kommt meine Taktik. Du wirst sehen. Soll ich mich von der fernhalten oder? Ja. Ich frage mich hier immer noch, da hinten ist so ein Gleiter. Ich könnte natürlich auch mit dem Gleiter da einfach. Das geht doch bestimmt, oder? Wo bist du? Da ist ein Gleiter irgendwo, den versuche ich gerade zu finden. Ja? Was, guck mal, auf der Minimap, da ist so ein Gleitersymbol. Was willst du denn damit? Da komme ich jetzt nicht hoch, da sind diese hohen Berge im Weg. So. Okay. Also, dritter Versuch. Jetzt machen wir die Jörg Langer Taktik. Ich habe den Gleiter gefunden. Da, 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 da. So. Wo gleite ich jetzt hin? Ah, das sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ob das jetzt viel bringt? Wenn ich da jetzt so... Oh, ja, ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Und ins Minenfeld. Das war eine göttliche Aufnahme. Es war ja, komm mal hierher, geh mal ganz. Also, Sie haben die noch nicht gesehen, glaube ich, oder? In die Festung rein. Ah, ich gleite da rein. Alles friedlich noch. Das tut mir nicht alles für die Kamera. Komm. Ich komm mal her, so. Ich glaube, sie ist noch völlig verwirrt, was wir vorhaben. Wahrscheinlich die. Das ist unsere Chance, ist jetzt schon wieder hochklettern. Wenn ich nochmal dumm fragen darf. Ja, da, die hast du mir jetzt kaputt gemacht. Das wär, ja, ich zeig's dir, es geht immer noch. Sie beginnt mit den Worten Banzai. Oh. Moment, ich hab Explosivpfeile, da machen wir doch gleich richtig. Wenn mir noch einfallen würde, wie ich die ausrüste, war das E, war es V? Ich wollte nämlich jetzt mal diesen Mörser nehmen. Ah, genau. Aber ich glaube, der schießt nach außen. Brand, Explosiv. So. Dann können wir ja, wenn wir jetzt eh schon Rabatz machen, können wir jetzt auch gleich mit den guten Sachen schießen, oder? Der Sniper da drüben, ich war zu blöd. Auch eine Methode. Oder ist so ein Dicker. Ja, die haben hier die dicken Jungs mit der... Warte mal, die mögen doch keine Feuerpfeile, oder?
Nee, bestimmt nicht. Ich muss nur noch treffen. Ja, immerhin das Gras hinter ihm brennt, das ist auch schon mal ein Fortschritt. So, jetzt brennt aber er selber auch, oder? Warum nicht? Ich schieße hier einfach weiter als Halbtoter. Aber wenn du mich irgendwann heilen könntest, wäre es echt dufte. Okay. Die also, ich denke, wir sind noch etwas untermunitioniert. Und ja, kurzes Fazit vielleicht. Also macht natürlich Freude, wie alles, wo man zusammen spielt, oder? Ja, also das war jetzt natürlich, also wir wussten, dass es zu schwer ist für uns. Ich glaube, das ist wirklich sehr cool, wenn man das besser kann und wie gesagt schon ein paar Upgrades hinter sich hat. Also so für unser Level wäre jetzt ein normaler Außenposten besser. Die gibt es ja auch. Man muss hier nicht die schweren Festungen machen. Aber klar, der Unterhaltungswert auch im Scheitern ist schon enorm. Ja, muss man echt sagen. Und ja, also jetzt so Sachen wie Geiselbefreiung oder auch das, wenn man es dann vernünftig machen will. Im Gegensatz zu uns. Ist schon vielleicht mit einem Partner, dem man vertrauen hat. Ich kann Elefanten reiten, komm. Komm, reit doch mal mit einem Elefanten rein. Das ist der einzige Haken an der Sache. So, du von rechts, ich von links. Gibt's denn noch eine gute Position, wo man... Ich möchte jetzt mal leise ausschalten. Denke ich auch. Das wäre schon sehr befriedigend. Oh, jetzt habe ich eine Stelle abgefunden, wo ich mal ohne Getöse runterkomme. Jetzt haben wir natürlich, Moment, wir müssen noch mal unsere Ferngläser rausholen, befürchte ich. Ich weiß nicht, ob ich den Mörser benutzen darf. Ah, ich habe jetzt einen. Warte mal, wenn die mich nicht sehen, ich habe jetzt einen Sniper-Gewehr hier. So. Dann mach doch mal. Da hinten bist du, genau, ich sehe dich auch. So. Hier war immer einer, jetzt ist er natürlich nicht mehr da. Sniper Langer, das klingt wie ein Bösewicht aus dem nächsten Metal Gear Solid Spiel. Kann man nicht helfen. Okay, einen habe ich. Waren das Schüsse? Das sind die ganz Schlauen hier. Das ist deprimierend gegen solche Geistesgrößen. Oh, der ist gepanzert. Jetzt weiß ich, warum das so ein Problem war vorher. Oh, ja, okay. Wie war das? Habe ich noch einen Sprengpfeil? Okay. Jawohl. Gut gesprengt und du lebst immer noch. Ah, da hinten ist er wieder. Ah, geh weg. Du noch? Ich spreng mir hier einen ab. Okay. Oh, sie haben mich gesehen. Ich hab mich selbst getötet. Aber immerhin habe ich mich selbst getötet. Sie haben mich nicht bekommen. Ich lebe noch. Okay. Ja, du, hier ist es Mitternacht. Bei mir gehen auch gerade die Lichter aus. Ich würde mal sagen, das sollte uns reichen.